So, meine Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Mystic-Part mit unserem Blut-Todesritter, Blut-Euter auf Ereda. Heute Neltarion Sword auf, Mystic-Part. Mythisch demnach. Der erste Trash ist wenig spektakulär. Es geht darum, wieder Voids auszuweichen, ab und zu mal die Position zu wechseln wegen ein- und ausgrabender Würmer und natürlich den ein oder anderen Def-CD zu benutzen, vor allem in der Gruppe mit den Erdelementaren. Ich habe gedacht, wir springen direkt zum ersten Boss, der sich schon auf Mystic je nach Schaden schwierig gestalten kann. Wir hatten zum Glück neben ein paar Gildenmembern, die sich im Teamspeak absprechen konnten, auch einen sehr starken Feuermage dabei, zumindest verhältnismäßig gesehen, weswegen hier auch mit Kampfrausch direkt schön reingerotzt werden konnte. Die Fähigkeiten im Vergleich zum Hero oder zu der Hero-Version ändern sich in Mystic natürlich nicht, werden aber um einiges stärker. Ihr seht hier, wie viele Voids hier bereits liegen. Die Schwierigkeit bei dem Boss ist es, ihn ja aus der Gruppe herauszutanken, beziehungsweise es zu versuchen, diesen Beschuss, den wir sehen werden, hin und wieder eben nicht in die Gruppe oder auf mehrere Gruppenmitglieder zu lenken. Ab und zu kommt diese nette Phase hier, in der jede Bewegung Schaden verursacht. Das heißt, man sollte sich bereits vorher eine Position gesucht haben, in der man sicher ist, vor Void-Zones und da dann den doppelten Schaden mitzunehmen, weil man in einer gelandet ist. Und dann sich eben durch die Bewegung zu befreien, das sollte natürlich unbedingt vermieden werden. Ansonsten kann der Gruppenschaden hier relativ gering gehalten werden. Es gibt ab und zu ein Zerschmettern, haben wir gesehen, oder Zertrümmern heißt es hier in diesem Fall, das kickt uns zurück. Besonders ekelhaft natürlich, wenn man dann in einer Void landet und danach eben dieser erstickende Staub, diese Elektrizität hier unter uns eben einsetzt. Also relativ widerliche Kombination kann hier zutage gefördert werden. Wenn man es allerdings schafft, die Ads an sich zu beinen und das eben alles im Melee-Bereich abgelegt bekommt, sollten die Ranges und auch der Heiler da eigentlich wenig Probleme haben. Und dann ist man als Tank meistens auch schon glücklich. Minis können hier eben einen recht undankbaren Platz haben, wenn sie nicht aufpassen. Wenn man sich aber dann rückenfrei hält, sollte man da eigentlich wenig Probleme haben. Wie jetzt hier in einer sehr unangenehmen Situation, habe mich jetzt doch für einen kleinen Mover entschieden und da liegt der Boss auch schon. Also der eigentlich kein Problem. Ein bisschen Positioning, die Ads schön weghauen und dann eigentlich, solange man es kann, möglichst in Bewegung bleiben oder eben eine sichere Position an dieser Stelle suchen. Ja, das Schöne an dem neuen Loot-System ist eigentlich, oder an diesem personalisierten Standardsystem hier, dass man das immer mal noch traden kann. Unser Habrat, der haut dann gleich immer noch ein bisschen Müll mit weg bei solchen Handelaktionen, aber hier konnte ich dann direkt eine schöne Halskette abstauben, die er quasi so schon hatte. Ich hatte eine geringere und darum hat er mir die hier geben, tut einen Tee, um es mal jetzt auf gut Deutsch zu sagen. Wir machen weiter mit der Hobbit-Anspielung hier, schön mit den Fischen auf die auf die Drogbar, das ist die Hobbit-Anspielung und nicht das Reisen in dem Fass. Dann geht es nach unten und tatsächlich ist Neltarion Sword ein Dungeon, der jetzt in der Version schon verkürzt ist, weil ich einiges an Trash rausgeschnitten habe, weil ich finde, dass wir nicht viel spektakulären, aber dafür überwiegend starken Trash, bei dem man mit Cooldowns arbeiten sollte, dass wir diese Version der Trash-Mobs hier haben, aber viel kann man eben einfach auch umgehen. Werden wir jetzt gleich sehen, unser Feuermage macht das vor. Ich habe hier überlegt, wie gehen wir hier lang, wie machen wir es am besten, geht links lang, was nehmen wir mit, und der flitzt da rechts schon an der Seite vorbei, ne? War uns gar nicht bewusst und dann wir natürlich hinterher, warum denn nicht? Man muss natürlich aufpassen, gerade auch bei Klassen, die jetzt hier Pets haben, denn ihr habt es vielleicht gesehen oder auch nicht, bei unserem Habrat fehlt die Monstrosität. Ne, die läuft hier sonst so lang, der Unheilig-Todesritter, und da muss man natürlich aufpassen. Jetzt hat er sich ja neu beschworen, vielleicht schon eine Sekunde zu spät, man weiß es nicht genau. Und wir werden gleich sehen, dass die Pets in dem Dungeon allgemein ein bisschen freidrehen. Ne? Also die sollte man natürlich gerade beim Abkürzen als Klasse mit Pet immer im Auge behalten. Auch die hätte man sicherlich umgehen können, die habe ich mir gedacht, ach komm, also ob wir hier jetzt die 300 Stunden warten oder ob wir den jetzt schnell weghauen, das ist, denke ich, nicht das Ding. Zack und fertig hier. Wird schon klappen. Das Problem ist ja eigentlich der mit der Trommel. Und behaltet mal das Pet im Auge. Ne, das hatte gar keinen Bock auf meine Scheiße. Es rennt einfach mal nach hinten und pullt den. Da muss man aber aufpassen. Am besten wegziehen, stunnen, die Trommel kaputt machen oder ihn dann eben im Dauerstun halten und schnell weghauen. Das muss nicht sein, da diese Verstärkungsrufe quasi durchkommen zu lassen. Ist allerdings machbar. Ihr seht, dass die Idee wechseln direkt. Das Pet kommt jetzt auch und du denkst sich, ach, den Last-Hit, den gebe ich der Trommel nochmal und dann wird hier weiter raufgehauen. Ja, der Trash gestaltet sich, wie gesagt, ansonsten recht unspektakulär. Wir sind jetzt hier oben ein bisschen geskippt, schon vorm nächsten Boss quasi. Diese Erdelementare können sehr doll reinhauen, die gilt es aus der Gruppe zu ziehen, weil die ähnlich wie Rockmora als erster Boss quasi aus ein paar Stacheln nach vorne wegschießen. Die sollten natürlich möglichst nicht in die Gruppe gehen. Ihr habt gesehen, die haben uns ordentlich einiges an Prozenten schon abgezogen. Gerade bei Erdelementaren sollte man, oder sobald man auch eine Kreatur hat, die nicht normal drogbarmäßig aussieht, sollte man eigentlich zu Cooldowns greifen. Ihr seht, wie hart wir hier ins Maul bekommen. Meine Hüpfbewegung wieder aufgrund meines Schmucks 830, Teufelssaurier Stampfen wird da ausgelöst, und wenn wir uns dann bewegen und oder hüpfen, dann gibt es quasi eine kleine AOE-Druckwelle, die tatsächlich schön Schaden macht, der in vielen Kämpfen einfach auch hochaddiert werden kann. So, abbauen können wir das Ganze auch noch. Tolle Sache, jeder hat was davon, ne? Ein Traum.
Ein Traum. Zwei Erze, ne, die komischen Armschienen, die man auch für die Quests herstellen muss, die brauchen 55 Barren. Und ein Barren ist eine Kombination aus den Erzen. Ne, muss man sich mal hochrechnen, wie toll das momentan ist, Schmied zu skillen und zu farmen und herzustellen. Darum kostet der Scheiß auch beim Schmied meistens um die 20k, während bei Schneider irgendwie für 7k das Ganze, zumindest auf vollen Servern zu finden ist. Da stimmt irgendwie das Ressourcenmanagement noch nicht so ganz, oder bei einem Beruf kriegt man irgendwie leichter diese Aufwertung, um weniger Ressourcen zu brauchen. Ich weiß es nicht, aber Schmied momentan, die Dämonenstahl-Sachen, die kotzen ordentlich an, muss man ganz klar so sagen. Ja, wir sehen hier wieder eine kleine, wie nennt man das denn, eine kleine Geode, ne, die hier rumfliegt und ein bisschen AOE verbreitet. Wie gesagt, sobald irgendwas nicht Drogbaum-mäßig ist, ist man eigentlich gut beraten, das zunächst erstmal wegzuhauen. Wir haben am Anfang, wie gesagt, Skorpione, die werden wir nachher nochmal sehen, beziehungsweise nicht sehen, weil ich es, denke ich, auch wieder rauscutte, weil es eben Mechaniken gibt, die einfach den Tank ein bisschen in den Mangel nehmen, und dann werden ab und zu noch Steine geschmissen und was weiß ich nicht alles. Und hier bei diesen Dreiergruppen, auch kurz vor diesem Trash, direkt vor dem zweiten Boss, gibt es Versionen von denen, die werfen dir eben Steine, dann springen die ab und zu zurück, dann fangen die an, random Steine zu werfen, dann springt da noch ein Demon Hunter hinterher und verliert man vielleicht Aggro. Also das können hier unangenehme Mobs sein, an sich aber wenig spektakulär, wenn man es eben schafft, sie alle im Griff zu haben. Hier, Todesgriff ist ready, zack, ist er wieder ran, da kommt er gar nicht in die Versuchung, hier irgendeinen Mist zu machen. Insofern, als Todesritter hat man hier eigentlich ganz gute Karten. Ich denke mal, als Krieger, wenn man da richtig mit der Schockwelle arbeitet und wenn man da richtig mit der Schockwelle arbeitet und so weiter, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Wir kommen zum nächsten Boss, und vor dem hatte ich eigentlich Angst, denn der macht so ein Hütchenspiel. Der hat zum einen eine Fähigkeit, die geht vor allem in den Range-Bereich rein. Das sind solche zusammenklappenden Hände, kennt man vielleicht von, wie hieß er denn, Cormorock? Ich weiß es gar nicht. Auch der große Wächter in der Schwarzfelsgießerei nach der Flammenruferin. Ich kenne, es ist so lange her schon wieder WoD, ich kenne die alle gar nicht mehr. Der dann auch so Patschehändchen beschwört, die so zusammenlaufen, werden wir gleich sehen. Da muss man relativ schnell raus. Da gibt es, glaube ich, eine Zweier-Variante und auch eine Vierer-Variante, wo man sich eben relativ schnell rausmoven sollte. Da sehen wir sie. Das ist die Vierer-Variante. Vielleicht ist es in Hero auch gar nicht die Zweier, sondern die Vierer ist dann die upgradete Zweier. Das weiß ich jetzt nicht, aber Fakt ist, man muss da raus. Dann beschwört er hier diese Totems, die müssen weg. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante, neben ab und zu ein Tank-CD ziehen, wenn es zerreißen zu viel Schaden macht. Hütchenspiel. Ja, man muss sich merken, in welchem er ist. Im Teamspeak war der bei heiteres Geschrei. Jeder hat einen anderen gesehen. Letztendlich konnten wir uns aber immer auf einen einigen. Und wenn man sich konzentriert, dann geht das tatsächlich. Ne? Das Problem ist, die Viecher, umso länger die leben, umso höher lösen die dieses, oder umso mehr von diesen Erdstürzen, die hier auf uns einprasseln, kommt. Das heißt, man ist wirklich gut beraten, das Ding im ersten oder spätestens zweiten Try wegzuhauen. Ab und zu kann es vorkommen, dass sie auch in einem AOE-Bereich stehen, dass einfach drei, vier relativ nah beieinander stehen. War zumindest gestern noch in einem Hero One so. Und da kann man dann natürlich Glück haben, wenn man einfach reinrömmelt, den richtigen zu erwischen. Aber ansonsten ist man echt gut beraten, bei diesem Kollegen eben einfach wirklich seine eigenen Augen im Blick zu haben. So sieht das nämlich aus. Im letzten Part habe ich ja so schön gesagt, die Cooldowns lieber zu spät als zu früh ziehen. Ne, diesmal sage ich es richtig rum, Cooldowns gar nicht ziehen, einfach draufhämmern. Nein, ihr wisst natürlich, wie ich es meine, nämlich unnötig, böse und beleidigend, ist klar. Und ihr seht hier, das Zerreißen kann eben gut Schaden reinholz. Insofern da wirklich Cooldowns laufen haben, ja, um den Heiler da einfach zu entlasten. Es ist zugegebenermaßen so, dass die ersten beiden Fights den Heiler gar nicht so stressen. Wenn ihr das Palamana mal im Auge behaltet, dann ist das gar nicht so schlimm. Das geht. Insofern muss man da jetzt nicht natürlich so hart drauf achten. Es ist jetzt nicht so, als ob ihr jetzt total umfallt. Wenn ihr das Movement eben da ist, der Mage da einfach rausblinzeln und hier jetzt eben diese Phase recht schnell vorbeigeht, dann kann man auch mal so ein Zerreißen taken. Ne? Da reicht dann mal ein einfaches, schönes Blutschild vom DK zum Beispiel. Aber ansonsten sollte man, wie immer, wie in allen Mystic Dungeons, schön auf Unterbrechen schauen. Geht jetzt bei dem Boss nicht, ist jetzt natürlich verallgemeinert. Hier sehen wir jetzt so eine schöne Position, wo man also einfach mal mehrere auf einmal bearbeiten könnte, wenn wir uns nicht sicher gewesen wären, dass er in dieser steckt. Und ja, sollte man eben einfach Cooldowns raushauen. Ja, ich bin immer so jemand, ich sage das auch beim Questen, mächtige Fähigkeiten mit Abklingzeit und so benutze ich nicht. Vielleicht kommt gleich ein Rahmenmob, ein Bossmob, was weiß ich nicht. Und dann laufe ich da rum und hätte das dreimal benutzen können und nichts Negatives wäre passiert. Ne? Das muss man sich in Mystic echt abgewöhnen, wenn euch das ähnlich geht. Cooldowns einfach zimmern. Ja, es ist wirklich so, gut, beim Boss sollten sie natürlich wieder ready sein, aber ansonsten lieber einmal zu viel drücken als einmal zu wenig. Das ist hier in Mystic definitiv die Devise. Und ich habe mich gefreut, denn dieser Boss hat mit seiner schönen Mechanik oder interessanten Mechanik was sehr Schönes für mich gedroppt, nämlich ein 850er kriegsgeschmiedetes, mythisches Artefakt. Wie nennt man das denn? Token, ne? Relikt? Ja, oder halt einfach Relikt statt Token, ne? Könnte man einfach auch sagen. Und
ja, wir kommen danach an der Mobgruppe vorbei mit ihrem Schneckenrennen, die kann man auch wieder umgehen und dann kommt ein Boss oder die nächsten beiden Bosse werden etwas intensiver, zum einen vom Movement und der Planung her für jeden Einzelnen und zum anderen auch vom Schaden, den die Gruppe bekommt, beziehungsweise das, was der Heiler dann logischerweise wegheilen muss. Zum einen ist es hier wichtig, auf die Ads zu achten, das ist wie auch in Hero und so weiter, ist das eine ganz normale Sache, denn diese, wie heißen sie denn genau, ich kann es gerade gar nicht sehen, Steinklauen, heißen die echt Larven? Meister, tatsächlich, die schleudern solche kleinen Larven, ganz abgesehen davon, dass die Würmer in der Lage sind abzutauchen, wie auch der erste besagte Trash, den ich geskippt habe, woanders wieder aufzutauchen als DK, können wir die ranziehen. Problem sind diese kleinen Maden. Ihr habt gesehen, die casten irgendwie Metamorphose, die wollen sich eingraben und verwandeln sich dann in eine Dauer-Void spawnende Mistmal, die einfach so aus dem Boden ragt und spuckt und ranzieht und was weiß ich nicht alles macht. Also die Viecher ist es ganz wichtig, die eben mit einem Stun einfach komplett aus dem Rennen zu nehmen oder eben einfach schnellstmöglich in Kombination dann mit dem Stun am besten oder einem Unterbrechen da an dieser Stelle zu töten. Ich glaube, normal unterbrechen kann man sie nicht. Man muss ja wirklich so irgendwie auf Ersticken oder auf Kriegsdonner oder was weiß ich nicht alles setzen, um das Tierchen aus dem Rennen zu nehmen. Das gilt es wirklich an oberster oder an erster Stelle zu vermeiden, weil das wirklich eine ganz ekelhafte Sache ist, da so ein großes Zusatz-Ad zu beschwören und hier einfach mal kurz zu switchen auf einen anderen Mob sollte eigentlich wenig problematisch sein. 10 Sekunden hat man Zeit. Ich sag mal, das ist schaffbar. Ihr habt gesehen, so viel Leben hat das Tierchen da nicht. Da ist ein Augenstrahl vom Demon Hunter. Der muss nur mal richtig kritten, balanced, wie die Freunde momentan unterwegs sind. Ne? Und dann läuft das einfach. Und ihr sagt zu Recht, hey, das Pet hat lange nicht gepullt. Ist so, ne? Es hat sich jetzt zusammengerissen. Wir haben gesagt, hey, er hat dann vorgeschlagen, ne, aus purer Solidarität, ich pack das weg. Aber Freunde, ganz im Ernst, das ist nicht die Lösung als Klasse, mit einem Pet das Pet wegzupacken, nur weil es gar keinen Bock hat auf unsere Scheiße, ja, um es mal so zu sagen. Es hat sich wieder einbekommen. Da hinten wieder eine Made, da kommt das Ersticken einfach mal durch. Da muss man vielleicht als Tanks einfach auch ein bisschen im Auge behalten. Ne? Hätten wir jetzt auch hingehen können, aber ich hatte ja noch Tod und Verfall liegen. Deswegen habe ich mich für den Grab entschieden. Muss man im Auge behalten, wirklich. Ne? Und auch den nächsten Boss müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Der ist so ein bisschen wirklich wie diese Aasfresser-Würmer auch aus der Schattenmond-Grabstätte oder aus der Begräbnisstätte des Schattenmond-Clans aus dem WoD-Content, diese Würmer. Denn der versucht, und bisher war es nur der Tank, ich glaube, es geht auch wirklich nur auf den Tank, der castet ab und zu Hakenzunge. 10 Sekunden lang kanalisiert er das, glaube ich, und versucht, uns ranzuziehen. Da müssen wir weg. Da sind natürlich Movement-erhöhende Fähigkeiten sehr, sehr gern gesehen. Und der spuckt dann hier auch Voids, da wo wir jetzt eben verteilt stehen, spuckt der Voids hin. Wir haben uns jetzt nochmal abgesprochen, dass unser Heiler eben die im Auge behält, dass ich mich dann nicht in die stelle, die gleich despawnt und dann rangezogen werde. Die spuckt er eben hinten hin und die verlangsamen, wenn man drin steht. Machen eben auch Schaden, deswegen ist das für einen Tank da dann einfach einen Cooldown anschmeißen und dann in der Void verharren, bis diese Hakenzunge abgelaufen ist, werden wir gleich sehen. Ansonsten Gift-Void-Spawn hier sollte man natürlich rausgehen. Ich werde hier versuchen, viel mit antimagischer Hülle zu arbeiten. Da kann einem natürlich viel an Schaden an der Stelle auch abgenommen werden. Wir sehen, die ersten DDs kriegen hier ins Maul. Dann gibt es hier so ein Gift-Odem. Da kriegen alle noch einen Debuff und so weiter. Also relativ ekelhafte Fähigkeiten hier wirklich, die auch die geringe Fläche, die wir haben, schon begrenzen mit solchen Fähigkeiten. Dann kommen ab und zu Ads. Das sehen wir links jetzt. Da wurde es direkt weggehauen. Deswegen sind gerade alle Pets auch umgeswitcht, die hier beschworen wurden von unserem unheilig Todesritter und seiner Artefaktwaffe Apokalypse. Und die sollten schnellstmöglich getötet werden. Passiert das nicht, dann fangen die an, diesen Wurm anzubeten und der Wurm, nett wie er ist, frisst sie dann. Er heilt sich zwar meines Wissens nach nicht, aber jedes Fressen erhöht den verursachten Schaden um satte 50%. Wir waren letztens in einer Bredouille, in einem Hero Dungeon, da haben nur noch ein paar Leute am Ende gelebt, ich glaube ich und nur noch ein DD, der dann auch noch fast am Ende abgenippelt ist und das Vieh hat es dann eben geschafft, noch einen zu fressen, dann hatte das bei 5% satte 100% mehr Schaden, das war relativ ekelhaft. Hier sehen wir jetzt das Prinzip mit der Hakenzunge. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Als Tank hätte ich jetzt auch noch Geistwanderung. Wie gesagt, da kann man mit diversen Tank- bzw. Movement-Fähigkeiten natürlich gut gegenarbeiten. Was noch ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, ob das ausgereift ist, ob das ein Bug ist oder ob man sich doch ein bisschen anders frühzeitig davon fortbewegen muss aus den Voids wieder und nah an den Boss ran. Weiß ich nicht, wie hoch die Gefahr ist, da doch gefressen zu werden und diesen Schaden noch mitzunehmen. Wenn man nicht dran steht, dann kriegt halt der nächstbeste DD von dem Wurm in die Fresse. Und zwar sofort, wenn die Fähigkeit abläuft, ist das der Fall. Wir werden das an unserem Demon Hunter, oder haben wir gerade schon sehr eindrucksvoll demonstriert bekommen, dass das so ist. Da habe ich keine Ahnung, da bin ich mir unsicher, ob ich da schneller ran muss, ob ich da wirklich einen Bruchteil von Sekunden da abschätzen muss. Werde ich jetzt noch gefressen, werde ich es nicht, gehe ich schon wieder ran. Oder ob da die Milis dann einfach ein Stück weiter weggehen müssen, aber dann sucht er sich sicherlich das nächste Ziel oder rastet irgendwie aus. Also das ist irgendwie noch nicht ganz so reif von uns geplant gewesen. Jetzt sehen wir es hier nochmal auf die letzten Prozente. Nochmal die Hakenzunge hier eben hinter die Void einfach so lange wie möglich natürlich den Schaden an sich vermeiden. Solange man hinter der Void laufen kann und da den Schaden nicht mehr taken muss, geht das alles. Insofern
Kommen die auch hier dann jetzt problemlos raus. Ihr seht jetzt hier, zack, einfach Agro-Reset einmal fertig und Demon Hunter einfach weggehauen mit einem normalen Auto-Attack. Zumal der Gute jetzt auch noch so noch einen Wutanfall hat, ne? Dazu noch ein Fressen von so einem Ad, also das muss um alle oder auf alle Fälle vermieden werden, heißt Ad- und Movement-Kampf. Unsere Lieblingsfights, ne? So sehen sie aus. Aber hier relativ solide dann doch gelegt. Es geht wieder nach unten. Es geht ans Looten am Arsch des Wurms, was auch immer das hier ist. Ja, Überreste der Gefallenen, schön einmal ausgekackt. Und hier kann man auch nahezu den kompletten Trash, ich glaube bis auf 6 starke Elite-Trash-Mobs, würde ich sie mal nennen, vom Endboss, die man machen sollte. Man braucht den Platz bei dem Guten. Da muss man definitiv drauf achten an dieser Stelle. Ja, bei dem Trash dann vom Endboss selbst tatsächlich, Freunde, das wird euch überraschen, dass ich das sage und das von mir zu hören, Cooldowns ziehen. Die sind wirklich richtig, richtig böse. Wir sind einmal tatsächlich fast gewiped. Ich habe es dann noch überlebt auf den letzten Metern. Ihr habt dann eine ganze Strecke zu laufen. Ich glaube, vom zweiten Boss aus müsst ihr dann hier zurücklaufen. Insofern sorgt dafür, dass eure Gruppe überlebt. Dass jemand überlebt, der retzen kann. Das haben wir an der Stelle leider ein bisschen verkackt, oder ich. Denn unsere Gruppe war irgendwie nicht ganz voll oder unser Parler-Heiler hat ein bisschen hinterhergehangen. Habe ich nicht gesehen, habe dann gepult. Und das, was die Viecher raus Aushauen, das ist echt nicht ohne. Ja, da muss man wirklich aufpassen. So, hier können wir ganz smooth umgehen. Diese ganzen Gruppen, die sind für eine Interaktion mit den NPCs gedacht. Das heißt, sie ignorieren uns einfach. Wenn wir anfangen, da oben eben den Trash wegzuräumen, dann werden die NPCs aktiv und hauen die weg. Und ja, wir waren auch hier aktiv, haben weggehauen. Relativ unproblematisch, wenn alle da sind, wenn man von diesen jeweils 2 Ads, die in diesen Gruppen stehen, jeweils 3 Gruppen, beziehungsweise 3 Gruppen mit jeweils 2 Ads, wenn man da schön fokussiert, dann ist das auch kein Problem. Ja, bei Dagrul ist es relativ blöd für den Tank, beziehungsweise gut, kommt drauf an, wie man sieht. Man darf sich nicht bewegen. Sobald sich der Boss bewegt, löst er eine Druckwelle aus Magma aus, die wirklich allen Schaden verursacht. Das heißt, wenn man hier ein kitefreundiger, freudiger Tank ist und denkt, ach, eine Void, auch ein Ad, ich laufe mal hinterher und der Boss kommt mit, hat man ein wirklich großes Problem. Denn der macht wirklich, hier habt ihr gesehen, einen Schritt und da wird schon die nächste Welle ausgelöst. Relativ uncool. Ads können wieder gestunt werden mit Ersticken und so weiter, kann man da sehr schön helfen, sollten natürlich auch gefokust werden. Hier habt ihr gesehen, einen Schritt kam eine Magma-Void aus ihm raus oder eine Magma-AOE-Fläche. Relativ widerlich. Natürlich kommen die Kristallschacheln, hinter die muss man sich natürlich in Mystics nahezu sofort stellen, wenn die Magmawellen anfangen. Erdrutsch müssen wir so lenken, dass er in eine Bahn geht, wo niemand außer uns steht, getroffen werden kann. Auch nicht die Kristallstacheln, denn die gehen davon kaputt und davon brauchen wir ja mindestens einen, um das Ganze überleben zu können. Die Magmawellen, hier der Erdrutsch nochmal, kickt uns zurück, müssen wir auch schnell ran, bevor der wieder sein Dings auslösen kann, sein, wie heißt es denn, sein, sehen wir jetzt hier sehr schön, sein Lava-Getrampel, ich habe keine Ahnung, wie die Fähigkeit heißt. Das Zurückkicken lässt sich tatsächlich vermeiden, ja, so wie sich der Schaden hier sehr schön vermeiden lässt von der Magmawelle, als Tank dann eben eine Mischung aus antimagischer und Geistwanderung, dann heißt es eigentlich Geist- oder Gespensterwanderung, ey, ich sag das immer, wie ich Bock habe, ne, Hauptsache ich weiß, was ich meine, muss ich mir mal abgewöhnen, ne, kommt nicht so cool in einem Video, lel. Und hier relativ blöd dann wieder eben an den Boss ranzukommen, dann eben gucken, wie soll ich ihn jetzt drehen, um ja die Gruppe zu entlasten, überhaupt ihn so drehen, dass die Stacheln nicht kaputt gehen, dass er möglichst wenig läuft, dass ich nicht so weit fliege. Und bei diesem Schmettern, bei dem Zurückfliegen, muss man eben tatsächlich einen richtigen Def-CD ziehen. Ich habe gedacht, Blutschild, Knochenschild und sowas reicht vielleicht, war nicht der Fall. Man muss tatsächlich einen Def-CD anschmeißen, dann wird man nicht zurückgekickt. Und haben wir jetzt hier gesehen, hat geklappt. Und da muss man eben entsprechend ein bisschen aufpassen. Und ansonsten war es das eigentlich zu dem Fall. Wir hatten hier wieder ein schönes Kampfrausch und dann kann der eigentlich im Dreck liegen, wenn das Ad schön gefokust wird, wenn sich die DDs schon mal schnell, DBM zeigt das ja sehr schön an mit den Timern, hinter den Stacheln entsprechend platzieren, dann kann auch dieser Boss eigentlich problemlos liegen. Natürlich Cooldowns wie immer benutzen muss man ja hier sogar, wenn man nicht den Gruppenschaden unnötig in die Höhe treiben will, aber ansonsten hier wieder Kombination mit unserer Wanderung, unserer antimagischen, dann kommen wir hier auch ganz locker und fluffig in Sicherheit. Das einzige Problem ist es eben, wenn die Stacheln zu weit weg sind, man tankt den Boss zu weit weg, dass dann eben, bis man ihn dann wieder hat in Sachen Range, dass bis dahin einfach schon so viel Gruppenschaden wiederkommt, dass das hier ganz viel eben mit Positioning zu tun hat und mit Reaktionszeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und drücke euch die Daumen, dass wenn ihr euch in die ersten Mystics traut, ja, es genauso schön Loot gibt wie bei mir in dieser oder noch geileren, ne, Legendaries, das wär's ja. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde, haut rein. Tschüss.